Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Wir waren zuletzt hier in der Bibliothek und haben herumgerätselt. Und genau da wollen wir jetzt weitermachen. Ach, ja, gut. Okay, das hatte ich schon mal... Das habe ich mir genommen. Das Foto ist hier aber nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Sehe ich denn dieses Bild hier irgendwo? Nee, ne? Vielleicht ist es auch nicht alles... Ach, der Drache. Ja, okay. Einfach mal weiterklicken. Das Rote soll ich aber auch finden. Das war's. Okay. Was ist hier? Hier kann ich etwas puzzeln. Ach, das finde ich ja auch immer mal ganz nett. Huch, warum kann ich das nicht mehr bewegen? Hallo? Ach, kann ich doch. Okay. Kann ich die drehen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht genau, wo es hingehört, aber es sieht halt irgendwie nach da aus. Okay, richtig. Das dahin. Das dahin. Komm mal her. Weiß nicht. Das ist okay. War richtig. Es hackt hier gerade so ein bisschen komisch. So. Jetzt habe ich hier so ein Rad fertig gemacht. Das Wasserrad der Zwerge versorgt die Schmiede mit Energie. Mhm. Das Bild habe ich direkt geschnappt. Das Buch ist voller Spinnweben. Kann ich das mit der Feder... Aha, dafür ist die Feder da. Okay. So, dann wollen wir ihn hier und den Troll. Und die Kette. War es das? Ja. So, irgendwas gibt es hier aber noch. Das Foto. Und da ist Sophia mit dem Schwert nämlich. Nicht irgendeine Frau, das ist Sophia. Als Kämpfer-Natur. Und jetzt haben wir hier eine Wissenssphäre auch bekommen. Menü. Zurück zur Ortsmitte. Mhm, okay. Es war einmal ein mächtiger Hexenmeister, der in einer düsteren Festung im Herzen des Waldes der roten Blätter lebte. Seine Grausamkeit bescherte ihm sein tragisches Ende. In seinem Streben, die Welt der Sterblichen zu kontrollieren, teilte er sich in viele kleine Stücke. Gelagert in Tesseract-Prismen fanden seine Teile als Amulette den Weg in die ganze Welt. Den Trägern dieser Amulette verlieh er große Zauberkräfte. Im Gegenzug mussten sie Dreadmire ihre Seele überlassen. Wenn sie sich weigerten, nahm er ihr Leben. Okay, jetzt haben wir die Schattenfigur uns genommen. Brauche ich das hier? Gehört das da vielleicht rein? Nee. Hm. Das kann ich nicht. Kann ich das mit dem Messer rausnehmen? Nee, natürlich nicht. Hm. Tja. Ah, hier kann ich bestimmt die Figur reinsetzen. Ja. Leider habe ich noch nicht die anderen. Schade. Komme ich da irgendwie ran? Kann ich das hier nicht? Die Holztafel? War draußen noch irgendwas? Haben wir denn jetzt gefunden, was wir finden wollten? Nee. There's a sphere inside the library with information. Ich gehe wieder zurück. Gehört dieses Holztäfelchen hier rein? Ja, okay, alles klar. Wähle die Holztafeln in der richtigen Reihenfolge aus. Auf der rechten Seite findest du Hinweise. Beginne mit der rot markierten Centaur-Tafel unten links. Auf der Seite sind seltsame Muster. Hier kann ich dann wieder von vorne anfangen. Wo gehe ich denn jetzt lang? Das habe ich noch nicht so... Einfach an den Bäumen lang. So. Jetzt muss ich kämpfen. Fertig. Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Wähle die Holztafeln in der richtigen Reihenfolge. Auf der rechten Seite findest du Hinweise. Wie helfen mir denn diese Hinweise? Soll ich jetzt zur Kanone? Nee, Moment. Ich soll hier anfangen.
Dann kommt die Kanone, dann Baum, dann Häuschen. Nee. Das ist nicht richtig. Ich kapiere das ehrlich gesagt noch nicht so richtig mit den Hinweisen. Oder soll ich von hier anfangen? Dann fange ich mal von oben an. Dann zu einem Baum, dann zu einer Kanone und dann zu einem Zwerg. So, nu? Jetzt wieder oder was? Verstehe ich nicht. Dann hätte ich nämlich da oben hingehen müssen. Okay, warte mal. So. Dann zu einem Baum, dann zu einer Kanone und einem Zwerg, dann zu dem, dann zu einem Baum, dann zu einer Kanone und dann zu einem Zwerg. Hoffentlich war das jetzt der richtige. Jetzt kommt der. Dann kommt ein Baum, Kanone, Zwerg. Hey, ich hab's kapiert. Cool, okay. Ich bin doch nicht so doof. Yay. Das Teleskop ist hin, nur die Linse ist noch einwandfrei. Ach so, ja. Jetzt habe ich die Zwergenfigur, die kann ich dann auch schon einsetzen. Kann ich die irgendwie reparieren? Habe ich irgendwas, wie ich die Linse machen kann? Nee, ne? Nee, kann ich ihm die Wissenssphäre geben? This sphere has all the information you need. Look through it and I'll show you. Ach so. This is the friendship statue. It protects the path beyond it by using the magic of the mountain mists. And past this gateway lies the dwarven village. Das hätte er uns doch auch ohne Wissenssphäre zeigen können. Das Tor steht doch gleich da hinten. To forge the blade of courage, you shall need to find the dwarven forge. It is powered by a large water wheel in the center of their town. Okay. The Blade of Courage can only be made in the Dwarfen Forge. To create it, we require some moon silver ore. Lastly, I need to be present to create the blade. Accessing the forge is a challenging problem indeed. Oha, okay. Here, use this coin on the diorama in the library. You'll find out more. Alles klar, danke schön. My people are at war with the dwarves, and the Statue of Friendship has been destroyed. I apologize. The story is too painful to tell. A lot was taken from us since the war. Die Armen. Neue Aufgabe. Finde einen Weg in die Zwergenstadt. My people are at war with the dwarves. Ja, ja, ja. Okay. Tschüss. Dann kann ich damit... Gehe ich jetzt nochmal rein. Dann kann ich auch direkt hier die Statue nochmal einsetzen. Mir fehlt nämlich der Zentaur. Die Zentauren finde ich aber richtig cool. Ich finde, es gibt voll wenig Spiele, wo Zentauren drin vorkommen. Das gefällt mir auf jeden Fall in diesem Spiel schon mal richtig gut. Hilft mir das hier? Nee. Zentaurenmünze. Wo kann ich denn diese Münze hier benutzen? Hab ich hier irgendwas noch übersehen? Oder kann ich die Münze hier reinsetzen? Das ist nämlich dasselbe Gesicht. Nee, erst müssen alle Figuren da sein. Wie kriege ich denn die letzte Figur? Ich glaube, ich muss doch nach draußen irgendwas machen, damit ich an die letzte Figur komme. Wenn ich halt nur mal wüsste, wo. Ah, die Linse allein nützt mir nichts. Ja, hä? Ah, eingesetzt und jetzt habe ich eine Lupe. Wozu brauche ich jetzt eine Lupe? Brauche ich da drinnen eine Lupe irgendwo? Nee. Hier brauche ich keine Lupe. Wo brauche ich denn eine Lupe? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht da hinten irgendwo, wo ich noch was zu tun habe, vielleicht.
Nee. Bei den fleischfressenden Pflanzen? Duftende Blumen. Hier. Die duften schön. Nimmt sie. Dem Räucherstäbchen könnte ich die vielleicht so ein bisschen verjagen. Auch nicht. Ja, was wollt ihr denn dann von mir? Was mache ich jetzt mit meiner Lupe? Mit den Handschuhen könnte ich da vielleicht genau rankommen. Jetzt habe ich die Honigwabe. Die Pflanze fühlt sich seltsam kalt an. Kann ich die wegschaufeln? Nee, Honigwabe, Honigwabe. Oh Gott. Ich sammle hier Sachen. Mhm. Das Wachs ist zu hart, ich muss es schmelzen. Ach so, ja, okay. Wie? Vielleicht mit dem Feuerdrachen? Ja. Mhm. Heiß, ich brauche ein Gefäß. Hab ich sogar. Zufällig dabei. Und ein großer Kessel zum Kochen. Ach, der bleibt sogar noch. Kann ich die duftenden Blumen? Nö. Aber ich kann damit jetzt reingehen. An den Tisch hier. Und das genau bestimmt da oder da reinkippen. Huch, nee. Aber ich sollte das doch irgendwie stopfen, oder nicht? Ist noch nicht fertig. Vielleicht kann ich die Löcher mit etwas ausfüllen, bevor ich das Modell anmale. Ich dachte, dafür braucht sie jetzt den Wachs. Hätte ich jetzt gedacht. Hm. Der ist voller Löcher. Könnte ich die da reinstecken? Die Räucherstäbchen? Warum geht denn das alles nicht? Das finde ich ja jetzt doof. Was mache ich denn dann mit dem Wachs? Hm? Nee. Also wenn nicht da, dann, was dann? War hier noch irgendwas? Grüne Farbe, aber sie ist gelb. Schwarze Farbe, hm. Ja, ich kann auch nochmal ganz zurückgehen. War hier noch irgendwas? Ach ja, hier können wir Mais zerkleinern. Stimmt ja. Hier noch irgendwas? Nee. Ich will hier auch nicht rumgurken. Nee. Bring mich mal dahin, wo ich hin soll. Da soll ich was... Hä? Was für eine seltsame blaue Pflanze. Sie hat die ganze... Ach so. Das lässt sich leicht kleben. Ach, damit soll ich die kleben. Ach, na klar. Stimmt, ich hatte ganz vergessen, dass hier hinten ja die zerbrochene Zentaurenfigur ist. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo die ist. Aber das Buch war die ganze Zeit aufgeschlagen und hat mich davon abgehalten, die Wahrheit zu sehen. Jetzt bin ich zu weit gelaufen, ne? Upsi, wo muss ich lang? So, dahin und da rein. Und hierhin? Ja, ja, geh da mal ran. Zack. So, und jetzt die Münze. Nu. Kriegen wir hier ein schönes Schauspiel zu sehen. Vielleicht. Nee, ein Rätsel. Ich mag diese Rätsel, aber nur, wenn sie schön sind. Tippe auf die Knöpfe, um die Objekte im Diorama zu drehen. Wähle jeweils das Objekt aus, das am besten in die Umgebung passt. Da ist eine Eule. Das passt auch gut, das auch. Da ist ein Pilz, ein Häuschen. So, das Huhn ist doch auch gut. Ja, welcher soll denn da hin? Der hier? Nee, ich glaube eher schon der hier. Was steht denn da? Einst gute Freunde entschieden sich, die beiden Völker gemeinsam eine seltsam dunkle Festung zu erkunden. Ich war noch nicht fertig. Eine seltsame dunkle Festung zu erkunden. Die abenteuerlustige Zwergenkönigin leitete die Reise oder sowas. Wer gehört denn da jetzt hin? Die Eule? Oder er hier? Ein Kaktus, ein Pilz. Ja, finde ich gut. Ach, hier habe ich noch nicht alles richtig, glaube ich. Ein Eisbär.
Der Greif, eine Schildkröte. Der Troll. Das irritiert mich immer, Figuren zu sehen, die hier, die aus anderen Teilen kommen. Ja. Das Schloss war jetzt noch nicht richtig gewählt, oder? Aber es passt doch, sieht doch richtig aus. Mit ihm hier bin ich noch nicht. Ah, okay, war doch irgendwie der andere Zauberer. Gut. Und nun? In der Festung angekommen, wurde der Erkundungstrupp von einer heimtückischen Macht angegriffen. Und dann war die Königin plötzlich weg. Oha. Ja, sieht doch gut aus. Sehen sie doch alle total richtig aus. So, jetzt sind die beiden gleich. Welches soll denn da hin? Ich weiß gerade nicht, welcher richtig ist. Ist ein bisschen gemein. Da, wo ist die Königin wieder? Die wird's doch wohl sein. Das ist bestimmt der einzig falsche. Nee, hier ist auch noch eine Frucht. So, jetzt aber. Oder? Habe ich noch einen übersehen? Der nicht richtig sein könnte? Ist aber richtig hier. Oder haben die verschiedene Köpfe? Der könnte natürlich auch so einen Helm tragen. Jetzt sehen die aber beide ganz gleich aus. Na komm. Also, ah, hier ist auch noch was falsch. Okay. So, jetzt aber. Ich finde doch noch immer ein Kästchen, was ich nicht benutzt habe. Oh Mann, oh. Vielleicht sollen sie doch nicht gleich aussehen. Verdammt. Das passt aber auch beides hier so gut. Wo soll ich denn wissen, was die für eine Rüstung tragen? Kriegst jetzt einfach einen Hühnerkopf und damit hat sich's. Nee, ich denke, so wird das schon richtig sein. Was ist denn jetzt hier falsch? Das ist auch richtig. Ist das falsch, das Tor? Sieht aber auch so richtig aus. Passt doch. Nur bei dem hier bin ich mir immer nicht so sicher. Warum auch immer. Weil das hier oben immer so lala nur rangrenzt. Irgendwas muss mit den Köpfen nicht richtig sein. Der soll das also sein? Gut, dann machen wir mal die Köpfe jetzt doch so. Dann muss es ja wohl irgendwann klappen. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt der Fehler? Könnte aber auch echt ein anderes Tor sein. Ich rall das nicht. Wie? Ach, das soll ein Grabstein. Der Grabstein. Ach, wegen der Geschichte wahrscheinlich. Oh, die Königin sollte da gar nicht hin. Ah, Manno. Menno. Die Zwerge gaben den Zentauren die Schuld am Tod ihrer Königin. Na klar, weil die Königin gestorben ist. So, nochmal lesen. Schuld ihrer Königin. Die Statue, die an der Grenze der beiden Königreiche standen, wurden zerstört. Ey, die Schrift geht mir zu schnell. Und ihre Reste in der Erde vergraben. Und vor allem verliere ich dann immer völlig den Kontext hier. Das rückt mich auf hier. So. Das Wasserrad.
Ich lese es lieber vorsichtshalber nochmal. Die Zwerge gaben den Zentauren die Schuld an Tutanchamun. Die Statuen, die an der Grenze der beiden Königreiche standen, wurden zerstört. Und ihre Reste in der Erde vergraben. Nee, da oben passen die doch gut hin. Das passt doch, da oben mit den Dingern. Der Brunnen. Da vielleicht eher so. Der Brunnen vielleicht eher dahin, obwohl. Ich habe keine Ahnung. Eher vielleicht auch eher da oben hin. Oh Gott, ist ein bisschen schwierig hier gerade. Vor allem, weil ich nicht weiß, welche Seite irgendwas richtig ist. Ich weiß mit ihm auch gerade nicht, wohin hier mit diesem Vieh. Die kann ich aber nicht untereinander austauschen, ne? Nee, nur auf der Seite an sich. Er ist ja ein Centaur, er muss doch eigentlich ins Dorf. Ist das Dorf jetzt hier oder da? Ich pack ihn mal dahin. Keine Ahnung. Ja, und wenn die hier falsch sind, dann ja, und er ist hier ein Zwergenkönig. Wo gehört das dann hin? Nach oben? Aber hier ist auch nochmal so eine Statue, die keine Ahnung wohin soll. Er ist ja ein Höhlentroll. Er soll doch bestimmt eher zur Höhle hier hin. Der hier nach unten, den hatten wir am Anfang eher. Wasserrad. So. Aber hier bin ich mir einfach auch noch nicht so sicher. Ich brauche einen Tipp. Okay. Sind beide jetzt hier richtig? Ich hoffe es. Weil da ist jetzt auch Wasser. Dann passt das Wasserrad da natürlich hin. Das reicht mir aber noch nicht an Tipps. Echt jetzt. Also das... Der Brunnen nach oben wird es nicht sein. Ich würde eher die Statue so nach oben packen, obwohl... Nee, das ist doch von diesem Tor. Das ist der Zwerg von dem Tor und das ist der Zentaur von dem Tor hier. Das habe ich nicht mit bedacht, deswegen passt das auch. Die Ausschnitte, jetzt erkenne ich sie auch. Das passt natürlich dann. Ich glaube, das hier stimmt auch, das Wasserrad auch. Ich glaube, die Seite ist dann soweit richtig. Nur hier ist irgendwas noch falsch. Dann packe ich mal... Nee, bleib du mal schön da auf deiner Seite. Oh Mann, das nervt. Und es ruckelt gerade ein bisschen. Sorry dafür, weil ich renne da gerade im Hintergrund, damit ich alles rechtzeitig hochladen kann. Es hackelt gerade so ein bisschen. Ich will das jetzt aber hier noch schaffen. Den würde ich dahin tun, den Brunnen. Das passt wegen dem Wasser wieder. Da ist so wieder so ein Assoziationsdings dabei. Warum hacken das jetzt so? Mann! Komm, mach. Pack das da hin. Hä? So. Der dahin? Ja, ich hab's geschafft. Geht doch. Oh, das sieht ja auch noch schön aus. Was hat es jetzt damit auf sich? Ist das da ein winziger Zettel? Der Bibliothekar scheint sehr detailverliebt zu sein. Ja, ein winziger Zettel, auf dem ich was lesen kann. Keine Ahnung, ich nehme es einfach mit. Schatzkarte. Gut, was wir mit der Schatzkarte machen können, das sehen wir dann im nächsten Part. Das finde ich auch ganz gut, dass ich jetzt einen Cut machen kann. Dann ruckelt das nicht mehr so. Das hat jetzt ein Weilchen gedauert mit dem Rätsel. Ist ja auch nicht schlimm. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.